So, ich habe jetzt mal alles dran gemacht, was ich heute bekommen habe. Einmal das Place Laserlight. Das wirft mit einem Laserstrahl ein Fahrrad auf die Straße. Das Schräg ist jetzt nur, weil das Rad so schräg steht, aber es ist schon ein paar Meter weg und es reicht. Es ist ideal für Kreuzungen, Einfahrtsstraßen, auch Hauptstraßen oder wenn LKWs abbiegen. So, dann habe ich ein Rücklicht. Das projiziert zwei rote Laserstrahlen auf die Straße, damit die Autofahrer halt sehen, naja, Abstand. Allerdings ist bei der Konstruktion, ein Meter links und rechts, bisschen knapp, aber schauen wir mal testen. Und ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz von Mediamarkt, um die Air Sound zu testen. Ein kleiner Plastikbehälter, ein kleiner Schlauch und ich drücke jetzt nur mal ganz kurz drauf, wenn das Auto dort weg ist. So. Ja, das ist nicht. Und. Au! Ja, es ist schon laut und da gucken auch schon die ersten Leute. So, ja, also schau mal. Hinten rot, vorne grün. Ich freue mich auf die Kritik, Jonas. Das ist so ein Beispiel, wo das Plate Laserlight recht gut ist. Eine Straße, ein SUV versperrt die Sicht und aus dieser Einfahrt könnte man schön sehen, dass da gleich ein Auto, Radfahrer kommt. Und noch ein Beispiel. Eine Kreuzung. Wohnviertel, eigentlich Zone 30. Sicht wird versperrt durch Auto und die Hausecke. Aber als Autofahrer sieht man gleich den hellen grünen Punkt mit dem Fahrrad. Auch das Abnehmen des Plate Laserlights ist recht einfach. Und jetzt lade ich es auch. Und so wird die Plate Laserlight aufgeladen. Fertig.